Hi Leute, ich bin gerade zu Hause. Oh Gott, ich bin so schlecht aus dem Bett rausgekommen, weil wir hatten gestern und vorgestern erst zum dritten Block, das heißt um 12 Uhr aufstehen. Das heißt, ich bin heute Morgen zum ersten Block so schlecht rausgekommen. Dafür hatten wir aber nach dem dritten Block Feierabend, das heißt, im vierten Block gab es nicht. Ich habe mir heute auch mal wieder seit langem ein Duttkissen reingemacht. Außer, dass ich 3 Milliarden Spangen verwenden musste und meine Haare trotzdem nicht so ganz so funktioniert haben, wie sie sollten. Ja, bin ich ganz froh, dass ich das heute reingemacht habe. Dadurch, dass ich aber auch wusste, dass es so warm wird, habe ich mir gedacht, Haare offen ist nicht. Sonst klebte die Hälfte der Haare wieder im Nacken. Das ist immer eklig. Ich hatte eh mal wieder Lust auf ein Duttkissen. Ja, mag ich ja ganz gerne. Wenn ich es dann mal hinkriege. Ja, es ist auf jeden Fall tierisch warm. Es ist gutes Wetter, es ist richtig schön. Ich überlege, ob ich jetzt eine Kleinigkeit esse und dann mit Eddie aufs Feld gehe. Das werde ich wahrscheinlich machen und danach gehe ich ja mit meinen Eltern noch einkaufen. Es kam auch noch kein Paket für mich. Eigentlich habe ich was bei Douglas bestellt. Aber die haben gesagt, 1 bis 3 Werktage. Das heißt, es kam gestern nicht und heute nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich morgen kommen. Aber das ist auch okay. Und dann hatte ich mir eine Perücke bestellt, aber das dauert eine Weile, bis die kommt, weil die kommt ja von weiß ich wo. Das war auch vollkommen okay, habe ich auch kein Problem mit. Hat Zeit, die ganze Sache. Ich habe ja hier oben noch ein paar Perücken, aber im Sommer trage ich eh keine. Aber ich wollte die mir bestellen, weil ich Angst hatte, dass es die sonst nicht mehr gibt. Und weil sie ja schließlich so ähnlich ist wie die, die ich eigentlich mal haben wollte, die es dann aber nicht mehr gab. Klar, sie sieht trotzdem nicht genauso aus wie die, die ich eigentlich haben wollte. Aber was soll ich machen? Die gibt es ja nun mal nicht mehr. Kann ich ja nun mal nichts machen. Ja, und eigentlich, ihr seht ja da noch ein paar Sachen. Muss ich nämlich noch einen Haul drehen. Ich weiß nicht, wenn ihr diesen Vlog hier seht, ist der Haul wahrscheinlich schon online. Deswegen einfach mal in die Infobox und in die Infokarte gucken. Und noch ein paar andere Sachen müssen noch mit rein. Einmal Sachen, die auf meinem Schreibtisch liegen und so. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht wann, weil eigentlich soll der nächste Woche Mittwoch rauskommen. Das heißt, ich muss ihn jetzt am Wochenende drehen. Ich wollte aber warten, bis noch ein paar Bestellungen von Wish kommen. Beziehungsweise auf jeden Fall eine. Aber die kam bisher noch nicht. Die sollte eigentlich diesen Montag kommen, wurde aber verlängert auf nächsten Montag. Und ich kann nicht erst am Montag den Haul drehen. Das funktioniert nicht, weil ich Montag schreibe ich eine Prüfung. Dann habe ich zwar Frühschluss, aber Dienstag habe ich zwar auch frei. Aber ich muss lernen. Das ist das Problem. Und ich habe da keine Zeit. Ich muss schon versuchen, irgendwie das alles zu schneiden. Deswegen muss ich eigentlich jetzt am Wochenende drehen. Ansonsten, wenn ich es jetzt am Wochenende eh nicht schaffe zu drehen, dann muss ich das doch alles Montag, Dienstag rum machen. Oh mein Gott. Naja, mal sehen. Ich muss auf jeden Fall am Wochenende lernen, obwohl meine Motivation dazu null ist. Vor allem, wir haben ja am Montag BWP geschrieben und ich hatte ein mega schlechtes Gefühl, aber der BWP-Lehrer hat gesagt, wir haben auf jeden Fall bestanden. Eigentlich darf er uns das ja noch nicht sagen, aber er hat es uns schon gesagt. Ja, beziehungsweise, klar, es ist nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte, aber er hat auch nichts davon gesagt, dass wir zur Nachprüfung müssen. Also scheinbar sind wir doch durchgekommen. Es hat wohl keiner nicht bestanden. Fand ich krass. Also, jetzt muss ich sagen, fühle ich mich ein bisschen besser, weil BWP war für mich wirklich die schlechteste Arbeit, dadurch, dass der Visoteil auch so kacke war. Ja, aber da mache ich mir jetzt gerade mit den Arbeiten, die ich davor geschrieben habe, zum Fachabi, das heißt Deutsch, Mathe, Englisch, mache ich da mir gerade irgendwie gar keinen Kopf, dass ich es nicht geschafft haben könnte und zur Nachprüfung muss. Weil wenn ich BWP geschafft habe, und da das hatte ich nun mal das schlechteste Gefühl, auch wenn ich bei den anderen auch ein schlechtes Gefühl hatte, aber da nun mal am meisten, dann ist das auf jeden Fall mega gut. Dann mache ich mir bei den anderen keine Gedanken. Ich mache mir erst jetzt wieder bei den Arbeiten, die Montag und Mittwoch geschrieben werden. Das sind die letzten schriftlichen. Aber für die Ausbildung sind es die ersten Prüfungen. Und ja, es sind zwar insgesamt die letzten schriftlichen Prüfungen, aber es sind auch nochmal richtig beschissen. Ne? Oh, da mache ich mir auch nochmal Gedanken. Aber gut, wenn ich das hinter mir habe, dann ist eh egal. Dann scheiße ich drauf, dann ist eh... Also dann hoffe ich einfach, dass ich das schaffe und wenn ich das hinter mir habe, dann kommen die ganzen praktischen Sachen, da mache ich mir, glaube ich, weniger Gedanken. Klar mache ich mir da auch Gedanken, aber praktisch mache ich mir mal weniger Gedanken als theoretisch. Ist nun mal so, weil mir praktisch einfach generell immer mehr liegt als theoretisch. Ist nun mal so. Dann ist mir jetzt vorhin noch meine Hose gerissen. Also ich habe ja hier diese von Only an. Ich habe ja diese Hose hier an, die mit den Löchern hier in den Knie, die sind mir nicht gerissen, die waren schon so, aber mir ist hier an der Seite... Die Hose gerissen, aber die war eh schon so
spröde, sagen wir es so. Also da war eh nur noch, also es hat mich gewundert, dass sie noch nicht kaputt war. Ja, und die ist mir jetzt gerissen. Das ärgert mich, weil die habe ich eigentlich immer ganz gerne angezogen. Ich mag das mit den Rissen in den Knien, aber die war mir eh immer zu groß. Ich habe mir immer einen Gürtel umgemacht, das ist auch eine XL, weil mir die M damals nicht gepasst hatte. Und dann meinte meine Mutter, komm, dann bestellen wir einfach zwei Nummern größer. Die Sache war die, wir haben die ja bestellt bei Amazon, aber hätten die ja auch bei Only kaufen können oder damals bei Modepark Röte. Da habe ich sie dann später nämlich auch gesehen. Ja, und dann haben wir die zurückgeschickt und dann meine Mutter meinte, dann nehmen wir gleich zwei Nummern größer. Dann habe ich eine XL genommen. Ja, die war mir natürlich deutend zu groß, beziehungsweise die Sache ist halt auch die, die M hat mir zwar am Anfang gepasst, aber sehr mit Bauch einziehen und tralala, war sehr eng. Aber wenn die Sachen gewaschen werden, dann waschen die sich eh so aus, dass die so lapprig werden. Also entweder kaufe ich mir die Hose nochmal beim Modepark Röter oder wenn ich in Only komme, bei Only, aber da komme ich ja so selten rein. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wo ich einen habe. Oder ich bestelle mir die nochmal bei Amazon, mal gucken. Weil ich finde die echt geil, ich mag die ganz gerne. Die trage ich eigentlich. Und ja, finde ich eigentlich ganz geil, die Hose. Aber ja, muss ich mir dann auf jeden Fall nochmal bestellen. Oder generell nochmal kaufen, weil die fand ich gut. Genug gequatscht. Ich gehe jetzt aufs Feld. Ich glaube, ich nehme euch nicht mit, weil... vorsichtshalber kann ich euch mitnehmen. Ihr habt zwar nur noch zwei Balken, also meine Kamera, nicht ihr. Haha. Ja, aber dann... Ich muss aber eh erstmal was essen, also von daher mal sehen, ob ich ein paar Aufnahmen mache. Aber ihr mögt das ja immer, alles, was außerhalb meiner vier Wände sind. Und außerhalb wahrscheinlich auch meines Hauses. Okay. Jo, Leute. Ich stehe gerade auf dem Feld. Aber woanders als sonst, nicht da, wo der gewohnte Weg ist, den ihr vielleicht schon mittlerweile kennt. Denn ich musste eine Abzweigung nehmen vorher. Denn ich war auf dem Weg zum Feld und habe ich gesehen, dass da eine Frau mit ihrem Hund saß. Es wäre ja auch alles kein Problem, wenn Eddie ganz normal mit anderen Hunden spielen würde oder wenn er sich einfach nicht für andere Hunde interessieren würde und die einfach ignorieren würde und einfach an denen vorbeilaufen würde. Tut er aber nicht. Somit musste ich eine andere Abzweigung nehmen, ne? Musste ich eine andere Abzweigung nehmen wegen dir? Naja, was heißt wegen ihm? Wegen der Frau mit dem Hund, aber gut. Ich meine, sie war ja nun mal zuerst da. Also ich weiß noch, als ich einmal mit Eddie aufs Feld bin, wo ich auch mich mit Decke ausgebreitet habe. Ich glaube, das war den ersten Tag, wenn ich mich nicht irre. Hört ihr den Hahn und zwischendurch die Ziegen? Ja, und da ist sie ja auch hier vorne lang gelaufen, da wo ich jetzt lang bin mit ihrem Hund, ist sie da lang gelaufen, die eine Frau. Weil ich war ja zuerst mit Eddie auf dem Feld und dann sie ist mir hinterhergelaufen mit ihrem Hund, mehr oder weniger. Ich habe ja extra die Straßenseite gewechselt. Und das Problem ist, von der Seite ist man so nah an der Straße dran, habe ich das Gefühl. Und ich habe Angst, dass er mir zu weit wegläuft und auf die Straße läuft. Eddie! Das ist mein Problem, weil wenn er irgendwas sieht, dann rennt er da auch hin, einfach ohne darüber nachzudenken. Das ist das Problem. Ja. Und er hört dann auch auf niemanden, weil er hört ja auch so schon alleine so schlecht. Ich meine, er versucht zwar hier immer auf dem Feld in der Nähe von einem zu bleiben und wenn man ihn hier ruft, hört er auch, aber an alleine geht es ja zum Beispiel gar nicht. Da klappt er seine Ohren quasi an. Eddie, bleib mal hier. Blöde ist nur, wenn ich jetzt mit ihm den Weg da nicht lang gehen kann, muss ich jetzt hier stehen. Ich habe leider nichts zum Spielen mit ihm dabei, sonst rennt er ja einfach nur. Es geht ihm ja nur ums Rennen, aber hier ist nicht viel zum Rennen für ihn. Also klar, er könnte jetzt bis da hinten hinlaufen, macht er aber nicht, weil er sich nicht so weit entfernt. Ist ja theoretisch gut, aber da hinten ist ein kleiner Bach, wo er was trinken könnte. Deswegen habe ich extra nichts zu trinken für ihn mitgenommen. Tja, aber so rennt er trotzdem ein wenig. Ist doch schön. Hauptsache er hat ein wenig Spaß. Ja, wie gesagt, wer zuerst da ist, ne, dann nimmt man halt eine Abzweigung früher. Das ist natürlich doof. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass sie hier wieder langläuft. Ah, mach mal Sitz. Ich könnte jetzt Glück haben, dass sie jetzt gerade geht mit ihrem Hund. Ich sehe sie zurücklaufen. Es wäre ganz gut, wenn sie jetzt zurückgeht. Wohin auch immer. Nach Hause wahrscheinlich. Es wäre ganz schön, damit ich mit Eddie dann aufs Feld kann. Aber ich sehe sie auch leider gerade gar nicht mehr. Ich habe gerade gesehen, wie sie nach vorne ist. Wohnt sie hier? Keine Ahnung. Das ist das Problem. Weil, wie gesagt, ich kann leider mit Eddie nicht aufs Feld, wenn da andere Hunde sind. Weil er leider sich mit anderen Hunden nicht versteht.
Beziehungsweise es würde mir ja auch reichen, wenn er die einfach ignoriert und einfach an denen vorbeiläuft, aber er ist dann immer gleich so übermütig. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Dann gehe ich jetzt gucken, wenn sie immer noch da ist, dann muss ich wieder hierher. Aber das Blöde ist, weil er da hinten so ein kleiner Bach ist, da kann er dann immer was trinken. Deswegen nehme ich ja nicht was zu trinken mit, weil er an dem Bach halt trinkt. Ich meine, aber klar. Ich meine, ich fand es gut, dass die Frau, die einmal hinter mir gelaufen ist, mit ihrem Hund auch hier nach hier abgebogen ist. Weil es ja nun mal, wer zuerst auf dem Feld ist. Ne? Klar, wenn der Hund, der zuerst auf dem Feld ist, und die Person, die da mit ihrem anderen Hund nachher nachkommt, wenn die sich verstehen, beziehungsweise wenn es auch für beide Besitzer klar geht, ist das was anderes. Hört ihr die Zicken? ja. Aber mit Ellie geht leider nie was klar. Kann es noch so sehr mit dem anderen Besitzer klar gehen? Ah, ihr hört sie, oder? Wartet mal. Seht ihr die? Mach mal Sitz. Guck mal, wie sie alle kommen. Nein. Ellie, ganz ruhig. Ah, oh, guck mal, wie süß. Oh, Ellie, du verschreckst sie. Ellie! Die Kleinen sind viel, viel zutraulicher als die Großen. Die Großen sind viel, viel vorsichtiger. Oh, Ellie kommt immer so stürmisch. Klar gehen sie dann zurück. Ellie ist auch immer so hektisch, das ist das Problem. Hallo. So, ich werde jetzt gucken, dann werde ich mit ihm aufs Feld gehen, wenn es frei ist. Und ja, ich hoffe. Ja, so wie es scheint, ist sie mit ihrem Hund gegangen. jetzt kann ich mit Ellie hier laufen. Das ist schon mal sehr gut. Ich überlege meine Jacke gleich mal auszuziehen und das nervt mich, dass ich keine Sonnenbrille aufgesetzt habe. Sehr gut, dann kann Ellie wenigstens ein bisschen mehr rennen und kann dann auch, ich weiß gar nicht, ob er mich hört, weil es so windig ist, aber er kann dann auch zum Wasser und was trinken. Das ist sehr gut. Ich habe mir selber auch was mitgenommen. Nur eine Kleinigkeit. Ich habe nämlich keine Tasche oder so mitgenommen, und zwar eine Capri-Sonne. Ach nee, Capri-Sonne, Entschuldigung. Ich glaube, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Ich bin ja sonst immer dafür, alles auf Englisch, und Englisch ist cool und Englisch ist gut, aber Capri-Sonne ist man einfach gewöhnt. Capri-Sonne, finde ich, klingt auch geiler als Capri-Sun, aber wahrscheinlich, weil man es eben gewöhnt ist. Wenn man es mit Capri-Sun kennengelernt hat, würde man sich wahrscheinlich darüber aufregen, wenn es auf einmal Capri-Sonne genannt werden würde, wie es immer so ist. So, ich laufe jetzt noch ein bisschen hier. Ich laufe ja nicht. Ellie rennt hier ein bisschen rum und frisst Gras. Ja, und dann habe ich wieder mal ein paar mehr Schritte. Dann gehe ich heute noch einkaufen. Habe ich noch mehr Schritte heute. Heute übertreibe ich mal richtig mit den Schritten. Aber weil Danny, mein Cousin, eh schon wieder über mir liegt. Er hat den letzten Monat ja auch gewonnen, was mich ein bisschen genervt hat. Aber er macht so oder so immer mehr Schritte als ich, weil ich ja leider nicht jeden Tag schaffe, 10.000 Schritte zu machen. Und eher habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Habe ich mir auch jemanden ausgesucht, der ständig so viel läuft. Naja. Beziehungsweise er ist ja ständig am Hin- und Herlaufen, auch in seinem Job. Und ich sitze nur rum.
Stört euch nicht, dass ihr so hoch steht. Wenn euch das stört, schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, das andere vorher war besser, weil dann würde ich immer, bevor ich hier aufnehme, ein paar CDs runternehmen, weil es sind ja irgendwie mehr geworden. Nicht irgendwie. Es ist ja ganz logisch, wenn man CDs geschenkt bekommt und selber noch welche kauft. Ich glaube, ich gehöre mit zu den einzigen Menschen, die noch CDs kaufen, oder? Tja. Ich bin gerade fertig geworden mit dem letzten Aufnahmen für meinen Haul. Ich habe gestern meinen Haul abgedreht. Habe gestern auch schon einige Produkte aufgenommen. Aber ich habe noch nicht die Klamotten aufgenommen gestern. Da habe ich gesagt, das mache ich heute. Und das habe ich heute getan. Alter, war das anstrengend. Ich dachte auch erst, ich kann die Klamotten nur drinnen zeigen, wenn ich drinnen bin. Aber weil heute plötzlich doch gutes Wetter geworden ist, wie ihr es wahrscheinlich seht, so ein bisschen, es ist hell. Okay, hier nicht, weil ich hier immer die Jalousien unten habe. Aber ihr hört vielleicht die Vögel zwitschern. Ja, es ist ein Wunder. Ich muss mir erstmal die Haare zusammen machen, weil mir so warm ist. Ja, aber das finde ich ganz gut, dass das Wetter dann doch noch so gut geworden ist. Weil, sonst wäre echt auch scheiße gewesen, weil von drinnen die Produkte, die Klamotten immer zu zeigen, finde ich immer so, so Produkte, so Beauty-Shit zeige ich gerne mal drin. Das ist nicht so das Problem. Aber der ganze andere Kack ist irgendwie, also so Klamotten möchte ich nicht unbedingt von drin zeigen, weil ich finde, von draußen sieht das immer alles ein bisschen besser aus. Vor allem also bei schönem Tageslicht und so. Also so sehe ich das Ganze auf jeden Fall. Ja, jetzt ist mir definitiv heiß, das Ganze hin und her anziehen, umziehen. Auf Dauer ist das echt stressig. Mir ist jetzt tierisch heiß. Die Sache ist die, ich habe mir eh gesagt, ich will hier das noch alles fertig machen für mein Video. Also wenigstens die Aufnahmen. Und ich muss nämlich heute noch lernen, weil ich ja morgen Prüfung schreibe. Systemtechnik schriftlich und Mittwoch schreibe ich Gerätetechnik schriftlich. Und das ist so viel, was man eigentlich lernen muss. Ich werde mir nur noch einige Sachen durchlesen und dann muss ich gucken. Ich hoffe, dass ich es dann einigermaßen hinkriege. Es ist, jetzt kurz vorher sich auch noch alles reindrücken, funktioniert auch sowieso wahrscheinlich nicht. Aber ich habe auch keine Motivation zu lernen, weil es eben so viel ist. Das Video schneiden, weiß ich nicht. Entweder fange ich das heute Abend an, sollte ich zwischen dem Lernen mir die Zeit genehmigen, fange ich heute schon an, nicht erst heute Abend, vielleicht auch jetzt schon zwischendurch. Und ansonsten müsste ich es Dienstag schreiben, weil Dienstag schneiden, nicht schreiben. Ich habe Dienstag einen freien Tag, weil vor einer Prüfung wir immer einen freien Tag haben. Und gut,
morgen schreiben wir eine Prüfung, somit zählt halt der Sonntag als freier Tag, ist ja, ne? Ja. Ich muss aber Dienstag wahrscheinlich trotzdem noch mal ein paar Sachen lernen. Das heißt, ich kann nicht nur schneiden. Deswegen wäre es schon gut, wenn ich heute schon mal ein bisschen anfange. Den letzten Rest würde ich dann wahrscheinlich eh Dienstag machen müssen, damit das Video dann pünktlich am Mittwoch online geht. Aber da ich ja jetzt coolerweise einstellen kann, diese Time-Funktion, wann ein Video online gehen soll, ist das für mich natürlich noch einfacher. Weil ich bin da nicht mehr so gebunden. Ich dachte ja eigentlich immer nur, das können nur YouTube-Partner. Aber nein, das kann auch ich mittlerweile. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es jetzt erst neue Einstellung ist oder weil ich eine gewisse Anzahl an Klicks habe oder irgendwas erreicht habe. Vielleicht, dass es deswegen jetzt geht. Keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt geht, weil das war nämlich vorher für mich immer super stressig, wenn es nicht gegangen, also wo ich es noch nicht einstellen konnte. Und jetzt kann ich ganz gemütlich auch die Videos, schon wenn ich sie früher fertig habe, schon am gleichen Tag, wo ich es fertig habe, hochladen. Und weil ich ja einstellen kann, wann das Video online gehen soll. Und das ist so super, das ist, finde ich, das macht mir alles auf jeden Fall definitiv einfacher. Ja, Leute, ich trage übrigens im Moment den Mascara von MAC. Ich finde den ja mal richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was erkennen könnt. Ich finde den so, so schön. Ich habe euch jetzt mal hier runtergeholt, ihr seid so weit weg und ich sehe selbst mich kaum im Display und boah, ist ganz komisch. Ja, ich finde den voll geil eigentlich. Ich glaube, der ist zwar nicht wasserfest, aber finde ich nicht so schlimm. Der von Urban Decay, den ich habe, ist auch nicht wasserfest. Den mag ich zwar auch echt gerne, aber oh, der von MAC, den finde ich jetzt richtig gut. Weil der halt auch für mich wieder eine angenehmere Bürste hat, das ist, war mir ja eh wichtig. So geil, die Videos sind jetzt alle drauf. Alter, ihr glaubt mir gar nicht, wie fertig ich bin. Es war so anstrengend, die ganze Zeit hin und her gerenne und ja, anziehen hier, ausziehen da. Es ist so heiß draußen und habe ich wenigstens ein paar Schritte gemacht. Zwar nicht viele, aber besser als nichts, weil ich im Moment leider eh wieder zurückhänge. Denn ich habe ja eigentlich ein dauerhaftes Battle mit meinem Cousin. Aber der ist eh, der läuft eh mehr als ich. Das ist, weil ich an manchen Tagen ja nicht mal die 10.000 Schritte schaffe. Und ich wette, er schafft die immer. Oder zumindest fast immer. Oder kommt wenigstens immer daran. Ich komme an manchen Tagen gar nicht daran. An manchen Tagen mache ich nur 8.000 Schritte so im Schnitt. Und manchmal sogar weniger. Freitags mache ich, glaube ich, meistens weniger Schritte. Außer jetzt diesen Freitag, da habe ich viel mehr gemacht. Aber weil ich halt auch, ja, draußen noch viel, weil ich noch einkaufen war. Und da war ich noch. Und das habe ich noch getan. Deshalb ist es ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall bin ich jetzt total fertig. Ich, ja, werde wahrscheinlich jetzt einfach ein paar Dateien erstmal in mein Projekt ziehen und dann werde ich anfangen zu lernen. Weil sonst würde ich jetzt, ich will nur wenigstens die Dateien ins Projekt ziehen, weil mehr kann ich jetzt, also klar, ich könnte jetzt alles schneiden, aber das sollte ich jetzt einfach nicht machen, weil ich bin, sonst lerne ich wieder nicht und das ist blöd. So, ich bin nur froh, dass ich das jetzt wenigstens fertig gemacht habe. Weil jetzt kann ich dann wenigstens lernen, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich hier noch was drehen muss. Gut, ich muss mir Gedanken machen, dass ich noch was schneiden muss. Aber, pff, ja, mal sehen. Ich bin nur froh, dass heute das Video alles gut online gegangen ist. Und weil heute konnte ich das ja dann mal austesten mit dem dann und dann online gehen. Das habe ich ja dann gestern hochgeladen und schön. Einfach schön. Mich nervt das nur. Ich habe auch gleich einen Beitrag gemacht, der sich automatisch online gehen soll bei Facebook. Aber da zeigt ja komischerweise das Thumbnail-Bild und so nicht an und auch nicht den Titel des Videos, sondern schreibt einfach nur YouTube hin. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Also das hier ist mein Beitrag, den ich veröffentlicht habe und der macht es einfach nur so. Und ich weiß nicht warum. Denn ich kann euch das ja mal zeigen. Hier, meine Beiträge sehen nämlich eigentlich immer so aus, dass man hier mein Thumbnail sieht, hier den Namen des Videos und hier ist das Vorschaubild einfach nur so. Weiß einer, woran das liegt? Dann wäre cool, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet, weil ich habe schon irgendwie versucht, das irgendwie nochmal einzufügen, aber irgendwie macht er es trotzdem nicht. Ich bin verwirrt. Help, please. Gut,